Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich eine Hundeleine in der Länge 3,50 Meter für unseren Schäferhund. Und das ist von dem Hersteller Pfote und Huf. Und weil mir diese ganze Verpackung so gut gefallen hat und einfach die Aufmachung, wie hier noch ein bisschen ja, so dieses Familiäre rauskommt, trotz alledem bei Amazon bestellt. Und da habe ich gedacht, mache ich mal ein Video und zeige euch mal, wie das verpackt ist und wie die Leine so ist. Und wen das ganze Thema Hundeleine interessiert, der kann gerne dranbleiben. Weiter geht's nach einem kurzen Intro. Ja, ich habe ja öfters schon mal Produkte für den Hund oder für das Tier vorgestellt. Vor kurzem war die Ubiza, dieses Zeckenhalsband mit im Programm. Ich habe aber auch schon von Vitomalia die Hundeleine vorgestellt und auch dieses Halsband in der Extremversion. Da könnt ihr einfach mal unten in der Beschreibung gucken, da habe ich viele Videos verlinkt. Von dem Vitomalia Hundehalsband bin ich immer noch begeistert, dennoch gibt es da sehr lange Lieferzeiten. Und auch ja, die Preise für eine Hundeleine, die sind auch schon recht hoch. Da war jetzt einfach der Preis 44,95 in der Länge 3,50 Meter, ich muss ein bisschen linsen, mit 15 mm. Das muss ja auch bei dem Schäferhund 34, 35 Kilo halten. Ich habe auch schon mal eine Hundebox vorgestellt von Eugard und da ist in den Kommentaren immer mal wieder was los von wegen die Hundebox wäre zu klein, der Hund ist zu groß. Ja, wie sage ich das immer? Bei verschiedenen Hunden bzw. verschiedenen Erziehungstypen kann man sowieso nie was richtig machen. Für unseren Schäferhund passt diese Box, das kann ich selber einschätzen. Natürlich gibt es auch verschiedene Arten der Erziehung, das habe ich ja gerade eben erwähnt. Bei uns kommt der Hund nicht aufs Bett, der kommt nicht auf die Couch, der bekommt nichts vom Tisch, der hat sein Essen für den Hund. Für manch einen ist das natürlich auch ja, unfair oder der mag das nicht, da gibt es verschiedene Erziehungsmethoden. Ich persönlich finde zum Beispiel auch, ein Mops ist eine Qualzucht, aber das ist meine persönliche Meinung. Deswegen, ihr könnt gern weiter bei dieser Eugard Hundebox schreiben, dass sie zu klein ist, aber sie ist es nicht. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was in dieser Box dabei ist und da schalten wir mal auf die Obenkamera. Ich hatte ja eingangs erwähnt, diese Hundeleine gibt es in unzähligen verschiedenen Größen und auch Farben. Ich erzähle euch die jetzt mal kurz. Es gibt Schwarz, Braun, Tanne, Cognac, Olive, Rot, Grau, Marine und Pink. Also da habt ihr wirklich für jeden Hund und die gibt es in verschiedenen Längen bzw. in verschiedenen Breiten. Da gibt es zum Beispiel 2 Meter mal 8 mm, es gibt 2 Meter mal 15 mm. Es gibt aber auch 2 Meter 40 mal 8 mm. Also ihr habt hier ganz viele, das geht hoch bis 5 Meter mal 15. Ja, das wäre jetzt dann halt die Sache bei uns für den Schäferhund. Und ich finde natürlich diese ganze Aufmachung ganz toll. Jetzt habe ich diese ganze Aufmachung ganz toll gesagt. Das ist ein toller Satz, aber erstmal hier nochmal die Anschrift. Eine Verpackung, die nicht mega bedruckt ist. Das schont auch immer so ein bisschen die Ressourcen. Hier nochmal Dankeschön. Diese Lederleine wurde von Hand von uns gefertigt. Sie wird Ihnen große Freude bereiten, wenn sie mit Lederseife, Lederfett gereinigt wird. Viel Freude am Produkt wünscht Ihnen www.pfoteundhuf.com. Finde ich eine ganz tolle Sache. Hier haben wir auch gleich wieder was, ein kleiner Gruß an Ihren Liebling. Danke für Ihren Einkauf bei Pfote und Huf. Und was haben wir? Ein Leckerli in Form eines Knochens. Unser Schäferhund wird sich freuen. Und dann hier auch wieder, ja, das ist ganz, ganz toll eingepackt. Kann ich immer mal wieder sagen, hier nochmal danke für den Einkauf. Also man fühlt sich als Kunde, wenn man hier jetzt tatsächlich Geld ausgegeben hat, 44,95, das ist handgemacht, da fühlt man sich auch geschätzt. Ja? Das muss ich mal von vornherein sagen, das kann man hier abkleben. Da kauft man auch wieder gerne ein. Jetzt schauen wir uns einfach mal die Leine an. Ich mache mal hier diese Verpackung auf die Seite und nehme euch einfach nochmal die Einlagen mit ins Programm, bevor wir es aufmachen. Wir haben hier bei Pfote und Huf auch Futter. Rind, Schwein, Wild, Geflügel, Kaninchen. Ich muss gleich vorneweg erwähnen, ich werde hier nicht gesponsert oder sonst irgendwas. Alles selbst gekauft. Und ich finde das nur total toll, weil es auch mal wieder Made in Germany ist. Ja, wie ihr das kennt, werden auch diese großen Unternehmen immer ausgelagert nach China, was nicht Schlechtes ist. Die Chinesen machen sehr gute Produkte, aber wenn man hier natürlich ja, heimische Produkte oder Firmen unterstützen kann, finde ich das immer klasse. Und ihr seht die Farben. Ja? Also es gibt hier unheimlich viel, da lohnt sich auch mal der Blick in diese Beipackzettel. Jetzt schauen wir uns aber mal näher die Leine an. Und natürlich werde ich euch auch
in Aktion diese Leine nochmal präsentieren. Das werde ich dann dranhängen, wie da mein Eindruck ist. Aber jetzt schauen wir uns die erstmal an. Das sieht natürlich richtig toll aus. Also mir gefällt das. Ich mag keine bunten Leinen. Ich mag das Schwarze. Das ist richtig schön. Jetzt gucken wir uns mal diese Karabine an. Ja, das, ja, man sieht das gleich. Das ist hier alles sehr schön per Hand gemacht. Mir steigt ein, ja, ein Ledergeruch in die Nase. Ich habe jetzt einen Abstand von knapp, ja, so vielleicht einen halben Meter von dieser Leine und ich rieche das schon. Ja, das ist ordentlich gemacht. Ich hatte mal eine Leine aus dem Handel, also aus dem Tierbedarf. Da ist mir nach ungefähr 3 Monaten hier dieser Hebel abgebrochen. Aber wenn ich den jetzt vergleiche mit dieser anderen, dann macht das einen ordentlichen Eindruck. Natürlich bekommt ihr ein Update, genauso wie von der Vitomalia-Leine. Die habe ich jetzt fast ein Jahr und da werde ich dann ein Jahres-Update machen. Das versteht sich von selbst. Ja, und dann haben wir hier diese verschiedenen Ösen. Da kann man die nämlich in verschiedenen Längen anrichten, aber ich würde sagen, das zeige ich euch einfach, wenn wir draußen sind beim Gassi gehen. Aber das ganz toll, guckt euch das an, das schafft auch Vertrauen. Ja, und hier müsst ihr einfach aufpassen, dass ihr hier, wenn ihr im Regen wart oder wenn die in der Sonne war, dass ihr hier nachölt, also dass ihr die schmiert. Ja, mit Lederfett und sonstigem, das gibt es im Handel, das kann man kaufen oder wahrscheinlich dann auch bei Pfote und Huf bestellen. Ja, das war jetzt die erste Einschätzung, das kleine Unboxing, das wollte ich mir hier bei dem Produkt nicht nehmen lassen und ihr seht das, ja, das ist toll. Also wer auf diesen Ledergeruch steht, ach, das ist herrlich. Also ich glaube, da kann man den ganzen Tag die Nase dran hängen. Und das klappt natürlich auch jetzt wunderbar mit der Vitomalia, mit dem Halsband in der Extrem-Edition. Ich vertraue diesem Karabiner. Natürlich habe ich nicht diesen Schnellverschluss. Aber wie gesagt, das ist eine smarte kleine Hundeleine. Und jetzt seht ihr einfach mal, wie sich das draußen verhält. Kurz die Einführung der Leine. Das heißt, ich zeige euch einfach mal, Rocky, Sitz. Worauf es ankommt. Es ist natürlich immer wieder die Sache, dass wenn man so eine große Leine hat, die man verstellen kann, dass man mehr mit sich rumträgt. Das muss jedem klar sein. Aber wenn man halt so einen großen Hund hat, muss man den immer gut sichern können. Jetzt sieht man mal, der will heute spielen. Ich versuche das jetzt Rocky-gerecht zu machen. Rocky, komm mal her. Sitz. Und schau mal, dass er hier einigermaßen mitspielt. Also ich habe ja jetzt hier noch dieses Vitomalia, dieses Extremband. Und da hat man natürlich den Schnellverschluss, wobei auch jetzt der Karabiner hier in dem Sinn gut dran geht. Und dann hat man ja jetzt die Möglichkeiten, das in verschiedene Stufen wegzumachen. Das heißt, ich habe das jetzt hier durchgeführt, könnte das jetzt noch, Rocky, sitz, du bleibst, könnte das jetzt noch hier durchführen und könnte das ganz kurz nehmen. Und hier unten einriegeln und dann muss ich nur darauf achten, dass ich hier oben mein Seil dann anderweitig durchziehe. Das heißt, ich nehme dann diese Seite und hätte dann eine kleine Schlaufe. Ja, das heißt, ihr habt jetzt hier die kleine Schlaufe und könnt jetzt praktisch den Hund, ja, so circa 1,5 Meter, ich weiß jetzt nicht die genauen Maße, festhalten. Und dadurch, dass das hier dieses breite Band ist, ist das natürlich auch eine richtig gute Hausnummer, um hier einfach den Hund zu sichern, dass er, wie gesagt, nicht abhaut. Man hat ja bei so einem großen Hund immer die Verantwortung. Also bei mir ist das jedenfalls so. Normalerweise läuft er im Wald jetzt frei rum, aber für diese Leinenvorführung machen wir das jetzt mal an. Der Rocky, sitz. So, fein gemacht. Und ja, was kann man jetzt noch machen? Also das war ja jetzt ganz unten, jetzt probieren wir mal durch. Das heißt, ich hatte ja eben schon die Stufe. Na, er will heute nicht. Er ist ein bisschen nörgelig heute. Und wir hatten ja hier vorne die Stufe, da probieren wir es einfach, während er hin und her läuft. Da kann man auch mal sehen, wie sich das handhabt. Hier ist natürlich immer die Problematik, dass man diese Öse hat. Aber wie gesagt, wer so eine Automatik hat, bei so kleinen Hunden hat man ja diese Automatikteile. Und da hat man das nicht. Das wäre jetzt hier auch so eine Länge, wo man sagen kann, man hat den Hund gut im Griff. Und dann geht es noch eine Stufe weiter nach vorne. Achtung, ich zeige euch das. So. Und zwar ist das jetzt hier Ultimo das Letzte, was man machen kann. Und zwar so, komm her. Und da hat man jetzt die Möglichkeit, sich diese Schlaufe, ihr seht das schon, einfach um den Kopf zu hängen. Und jetzt hat man hier einfach die ja, diese Schlaufe praktisch, wo man einfach laufen kann. Man kann auch mal irgendwas in die Hand nehmen, jetzt das Leckerli rausholen. Rocky, seht's.
ja, das Leckerli rausholen und kann dann auch verkürzen, optional, wenn man jetzt irgendwo lang geht und man hat jetzt Kinder und sagt, okay, ich muss ihn kurz halten. Bei Vitomalia ist ja das Tolle hier, dass man hier den Griff hat. Also da kommt auch noch ein Update. Das Halsband in der Extremversion ist richtig gut, die Leine auch und der Schnellverschluss. Aber da soll es jetzt nicht drum gehen. Die letzte Möglichkeit, weil ich ja, ich glaube, 3,80 Meter oder 3,60 Meter, ich weiß genau das Maß nicht mehr aus dem Kopf, die letzte Möglichkeit, die ich habe, ich kann mir hier vorne eine kleine Schlaufe reinmachen. So, und das wäre jetzt der längste Arm. Jetzt hoffen wir mal, dass der Rocky mitspielt, dass er dann auch mal läuft. Normal macht er das immer unaufgefordert. Schaut euch das an. Also der läuft jetzt nach vorne und der hat dann natürlich auch einen Spielraum. Und das Tolle ist, ihr habt durch dieses Leder einfach kein Material, was euch einschneidet. Der Stoff, der hat immer so ein bisschen wehgetan. Und das hier ist auch mit Handschuhen gut griffbereit. Ja, und schaut euch das selbst an. Ich habe es ja im Video schon gesagt, das macht alles einen ordentlichen Eindruck und richtig toll. Also ich bin begeistert von der Leine. Man hat die auch unheimlich schnell jetzt in der Länge mal kurz gemacht. Ja, dann hat man halt einfach hier seine Schwingungen, die man ja mit sich trägt, hat aber den Hund kurz und wenn man dann möchte, kann man den wieder lang halten. Wie gesagt, wenn 34 Kilo zieht, da muss man erstmal so eine Aufrollmechanik finden, die da standhält. Von daher ist die Leine schwer, aber praktisch für große Hunde. Ja, das war's jetzt. Also wie gesagt, unten drunter hier hat er ja auch das Ubiza Zeckenband. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Komm mal her, Rocky, so, da hängt das, ja, und das verhält sich auch ganz gut, das hängt hier, das guckt entweder unten oder oben raus, aber ansonsten, wie gesagt, bis jetzt zeckenfrei, ich gucke da immer nach dem Spaziergang und wirklich eine tolle Sache, da könnt ihr einfach mal unten in der Videobeschreibung gucken, da habe ich eine Bewertung von diesem Ubiza Zeckenhalsband gemacht, antiparasitäres heißt das ja auch gegen Flöhe und andere Arten, ja, und wie gesagt, guckt mal unten rein, da habe ich auch ein paar andere Sachen bezüglich Hunde, habe ich ja schon eingangs erwähnt. Die Hundebox und auch, was hatte ich noch? Ja, Vitomalia, das Halsband. Ja, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, ja, wie immer. Und wer noch nicht abonniert hat, ist kostenlos. Aktiviert gerne die Glocke, da verpasst ihr keine weiteren Videos. Wir machen jetzt noch einen ausgedehnten Spaziergang. Bis dann, tschüss!